Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Demo, zur Montagsdemo, zu meinem neuen Projekt, was ich jetzt leider pausiert hatte die letzten 2-3 Wochen ungefähr, aber jetzt bin ich wieder zurück mit The Last Look, einem Indie-Spiel, was noch in der Early Access Phase ist, aber es soll im 4. Quartal dieses Jahres rauskommen. Es ist ein, wie gesagt, Indie-Horror-Adventure-Spiel und das sah ganz nice aus. Ja, dann werden wir mal hier die Demo spielen. Ich habe das auch hier schon eingestellt, die Grafikoptionen, kann ich ja nochmal zeigen. So sehen die aus. Ne, da haben wir schön in HD. Und dann bin ich mal gespannt, ob das auch jetzt so funktioniert. Okay, neues Spiel, neues Glück. Okay, was ist hier? Ist das hier der Ladebildschirm? Ja. Ja, also ich bin der Inselgamer und ja, das ist noch eines meiner neuesten Projekte mit Montagsdemo. Da habe ich einige Demos. Einige Demos runtergeladen und die interessant so sind, die mir von denen, die es bei Steam gibt, mir gefallen haben. Das sind jetzt nicht unbedingt von neuen Spielen oder so Demos, sondern auch mal von Indie-Spielen wie dieses hier oder ältere Demos. Wie gesagt, ich gucke einfach immer mal nach Demos. Ihr könnt mir gerne auch mal schreiben, wenn ihr eine gute Demo habt, die ich auch mal testen sollte. Ja, wir haben hier immer noch einen Ladebildschirm. Oder können wir jetzt hier aussuchen zwischen Mann und Frau? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist, ich weiß es nicht, um was es jetzt hier genau geht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Also ich mag es auch lieber, wenn ich mich überraschen lasse, als dass ich im Vorfeld mich schon zu viel informiere über das Spiel. Klar, wenn man sich selber ein Spiel mal kaufen will, ist es schon ganz gut zu wissen, ob es gut ist oder nicht. Aber hier sieht's aus, als ob jemand eingesperrt ist und hier die ganze, oder in so einem Zimmer eingesperrt war, ist, keine Ahnung. Jedenfalls hat derjenige hier die ganze Zeit an die Wände gemalt. Wie in so einem Gefängnis halt. Die Leute gerne mal an Wände malen, aber es kann natürlich auch ein verlassenes Haus sein, wo immer mal welche vorbeikommen, Jugendliche oder so, die da denn die Wände bemalen. Aber hier sieht man, da wurden Tage, glaube ich, gezählt oder irgendeine Strichliste. You're late. You would not believe the mess out there. Such a chaos. Anyway, I'm here now, am I? Is that her over there? Yes. Okay. Ah. I can assure you. I've heard that too often lately. Believe me, the case is clear. Oh boy, I have some questions. Hey, you can't go in there. And besides, I doubt that she... I understand. I already thought so when we scratched her from the parking lot. Well, we will see whether she'll make it or not. If everything I just told is true, I really can't believe that. Believe it. But maybe we should continue our chat about this Megaria stuff in your office. Right. This way, please. Okay, mein Kopf explodiert gleich. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? It looks like a scene out of a horror movie. Okay. My gosh. I can't remember anything. So, wir sind also die sechste. Ihr habt es ja gesehen im Ladebildschirm. Da waren 5 Striche, wie man es kennt. So 4 gerade Striche und ein diagonal quer. Ne, das waren die 5. Das wissen wir, es gab wohl schon 5 Opfer. Und wir sind jetzt das sechste. Und da haben, glaube ich, Polizisten miteinander geredet eben im Vorfeld. Und sie hoffen natürlich, dass wir es schaffen, die sechste. So, ich muss hier mal ein bisschen dunkler machen. Ich finde das hier, die Sonne, die scheint. Es war schön, dass die Sonne scheint, aber jetzt gerade stürzt. Ich mache mal mein Fenster ein bisschen weiter zu. Einen Moment. So, sorry.
Ja, es ist Sonntag, wo ich hier den Stream mache. Für alle, die das dann später schauen, es sind leider wieder keine Zuschauer da. Liegt vielleicht daran, dass ich auch ein bisschen... Wie gesagt, ich habe eine Pause gemacht, ich hatte viel Stress. Oh, was haben wir hier? Ich habe jetzt einfach irgendwas gedrückt. Solaris, drücke linke Maustaste zum Aufheben. Okay, sind wir die Person? Ah, okay. Luckily, it was not stolen. Ja, wir haben unsere Sicherheitskarte. Wer sind wir? Können wir die angucken? Habe ich hier irgendwie... Ah, I ist Inventar. Schön, dass das auch hier so ist. Betrachten wir uns mal. So sehen wir also aus. Wir sind Alice Johnson, sind 85 geboren. Also ist sie jetzt 31. Noch nicht ganz 31. Also sie ist noch 32, aber wird 31 am 19.10. Okay, was haben wir hier? Da haben wir ihre Adresse. In Springwood. Vielleicht in Amerika, Springwood. Kenne ich jetzt leider nicht. Da steht aber noch was. Alice Johnson, ist das richtig? Ah, wir sind ja Alice Johnson, stimmt's. Sorry. Wir sind Alice Johnson, habe ich eben gerade noch gesagt, ne? Ja, gut. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Schmuddelheft oder was? Können wir das anschauen? Kann ich E mit E irgendwie, ne? Nur mit linke Maustaste. Okay. WASD ist natürlich die Steuerung. So, wir sind hier in so einem Badezimmer. Was steht denn hier? Don't. Was she... what? Demmeling? Ach, ich kann das gar nicht richtig entziffern. Anything the bitch. How could she still smile like that? I wanted to carve out her smile. Oh. I have never... Loved so much, but... Okay, irgendwie war der wohl in jemand verliebt. Ist wohl so ein Stalker gewesen. Oder einer, der richtig auch verarscht worden ist. So ein Frauenhasser wahrscheinlich ist er geworden. I want to die. Okay, ist jetzt hier eine Leiche in der Badewanne? Sieht so aus, ne? Hier ist so viel Blut an der Wand. Igitigit. Komm hier raus. Tired. Without I am nothing... Da sind diese fünf, die wahrscheinlich schon tot sind. Und wir sind die sechs. Go away. No hope. Keine Hoffnung. Darkness kills. Oh Mann. Da hat einer richtig Depression. Also richtig wahrscheinlich schon so eine Psychose. Of course, it's locked. But I have no intention of staying any longer. Who knows whether this is some kind of sick joke or something worse. Die hat aber eine noch sehr freundliche... hoffnungsvolle Stimme. Cosmetics, Lipstick, just girly stuff. Nothing useful. Warum ist es hier so dunkel? Haben wir irgendwie eine Taschenlampe? Nee, ne? Cosmetics, Lipstick, just so. Girly stuff. Einmal hören, ob ich im Stream überhaupt zu hören bin. Na super. Beim Stream wurde ich jetzt gar nicht gehört, da war eh kein Zuschauer da. Ich hoffe... Das Order City dann wenigstens, dass das läuft, ja. Okay, sorry, ich muss jetzt gerade noch was gucken. So, einen Moment, ich muss einmal warten, bis das wieder im Stream läuft. So, gucken wir uns erstmal noch ein bisschen rum hier. Wir müssen also was finden, womit wir die Tür aufmachen können. Eigentlich mit der Karte wäre doch geil, oder? Kann ich die nicht benutzen? Kann ich leider nur betrachten.
Ganz klar, wir helfen. Okay. So. Was müssen wir denn hier finden? Es ist auch so dunkel hier, ne? Ugh, the smell is nearly unbearable. It smells as if a rat is decaying in here. Okay, sagt dann das Gleiche. Wir brauchen irgendeinen Schlüssel eigentlich. Aber wo ist hier ein Schlüssel? Ah, renne nicht. Es schwächt dich. Trinke, es wird dich stärken. Versteck dich. Achte auf die Glöckchen. The sink looks rather new, but obviously there is not any water. And the mirror is so foggy, I can't even see myself in it. Cosmetics, lipstick. Warum ist der Stream wird momentan nicht bei mir angezeigt? Hier auch nicht. Was soll denn das? Hä? Ah. Okay. Ich bin nicht auf Streams starten gegangen, ich Depp. Ich habe ja OBS ausgemacht und wieder angemacht. Ah. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, so eine Pause ist nicht so gut, ne? Naja. So, aber es scheint jetzt zu laufen. Ja, na gut. Okay, wir müssen immer noch einen Schlüssel finden. Cosmetics, Lipstick, just girly stuff. Okay. Was muss ich machen? Ah. I just hope that this is not real blood. There are some bubbles on the surface. Maybe I should. Ah, okay. Gut, dass ich da auch mal reingeklickt habe. Ah, nein! Oh, okay, ich drücke die linke Maustaste. Und? Was passiert? Ich drück. Was war das? Ei. Something tried to drown me. Was ist da drin? But I felt something small in the bathtub. Felt like metal. Aha, haben wir einen Schlüssel? Ah, wir haben einen Schlüssel. Okay, das ist weg, das, was anscheinend Blut war. Was sie gehofft hat, dass es kein Blut ist. Aber wahrscheinlich war es Blut. Okay, wir haben einen Schlüssel. Soweit, so gut. Wir hatten zwar Startschwierigkeiten, weil auch wegen dem Stream, ne? So. Okay, gut, wir haben einen Schlüssel, dann können wir jetzt hier die Tür aufmachen. Thank God, it works. Aber sind wir nun frei? Alright, and now we should search for the exit. Oder spielt einer nur ein wahnsinniges Spiel mit uns, wie bei Saw? Es ist hier in den Vorhang, es hat sich so bewegt. So, jetzt will ich aber gucken, ob ich jetzt gehört werde. We should search for the exit. So, ich bin aber recht leise im Stream. Vielleicht sollte ich da nochmal... Ups, jetzt habe ich hier mein... Ah, oh, ich bin aber auch... So. Warte mal. Muss man mich ein bisschen lauter machen.
Warum bin ich denn so leise? Hallo? Muss ich aber laut sein, ne? So. Weiß gar nicht, warum. Hallo? Warum ich so leise bin. Und das so auf Null gestellt war. Das ist ja doof. Okay, gut. Naja. So. Okay, wo gehen wir mal lang? Aber so für ein Indie-Spiel sieht das auch ganz gut aus. Was haben wir da denn eigentlich? Ist das ein Mülleimer? Habe ich noch gar nicht gesehen, ne? Aber da kann man nichts... Da ist anscheinend nichts zu machen. Gut. Lieber dann mal angucken. Nachher ist ja auch noch irgendwas, was wir vielleicht irgendwann noch brauchen. Aber war nix. Was haben wir hier denn? There is something hidden inside, but I can't seem to get it out. Vielleicht mal kaputt hauen? Damn, that was loud. I just hope nobody heard. Wer weiß. Man weiß ja nicht, wer hier so ist. War vielleicht auch noch ein weiterer Schlüssel. A key. I wonder what it opens. So, wir können mal im Inventar schauen. Jetzt haben wir hier noch einen Schlüssel. Ah, sobald wir einen Schlüssel benutzt haben, ist der weg. Okay. Also immer ein Schlüssel wohl für eine Tür. So, gehen wir hier weiter lang. Wollen wir im Uhrzeigersinn laufen? It's way too dark. I won't. Ja, da hast du wohl recht. Gucken wir mal woanders. Ist hier eine Tür? Nee, ne? So. Oh, die sieht uns doch. This is a picture of me. I did not know something like that existed. Besides, why on earth does somebody have a painting? Oh, wir sind. That's pretty disturbing. Ja. Ah ja. Bestimmt dieser wahnsinnige Stalker. Also das ist einer, das ist wahrscheinlich wir, in den er verliebt ist, in den sie ja. In der er verliebt ist. Okay, bin aber irgendwie immer noch so leise, finde ich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Weil irgendwie fühle ich... höre ich mich so leise an. Mir? Ein bisschen lauter nochmal hier. Okay, so. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr mich gut verstehen könnt? So. Hier waren wir an dem Gemälde vorbei, ne? Jetzt gehen wir mal hier weiter. Wie gesagt, das Spiel ist noch in der Early Access und kommt dann im vierten... Ah! Was war das? Aber ich denke, das kann man auch gut mit einer VR Gear spielen oder Oculus. Also, macht sich bestimmt auch gut. Als Virtual Reality Spiel. Können wir den Schrank näher uns anschauen? Da ist eine Nachricht. I destroy myself day after day. Tag für Tag. I hate you, leave me. Okay. Das sind sehr, sehr, sehr. That's my boss, Dr. Kruger. I've worked as his assistant for over a year now. He is the lead of the Department of Astrophysics. Warum ist von dem jetzt auch hier ein Gemälde? Hallo? Oh. Und wer ist diese? I think her name is Isabel. She works for Solaris too, in the accounting department. But we rarely talk. Sie guckt auch nicht gerade sehr sympathisch. Zumindest auf dem Gemälde nicht. It's way too dark. I won't walk. Warum? Nur weil es dunkel ist? Ah, hier kann ich rein. Bin ich ja voll vorbeigelaufen. Okay. Sieht aber auch sehr unordentlich hier aus. Okay. Oh, wer macht denn hier die Tür zu? Okay. A lot of dates and stuff I don't understand.
Code Acheron Zeta. Hä? Das ist irgendwas mit Weltraum? Astrologie? Oder Astronomie? Catherine's Birthday? Irgendwelche Termine? A lot of dates and stuff. Maybe I should search for a light switch. Ja, können wir mal gucken, ne? A lot of dates and stuff, I don't. Ja, eigentlich sind ja Lichtschalter normalerweise neben Türen am Eingang des Raumes. Aber hier anscheinend nicht. Was haben wir denn hier? Ja, hier sieht es aus wie eine Lampe. Ah, nein. This is Dr. Kruger's office. But it can't be. Ja, genau. Wie kann das sein, dass das in... Also an dem Flur und so konnte sie sich jetzt nicht erinnern, aber wie kommt das Büro denn in dieses andere Haus, Gebäude, in dem wir wohl sind? If I could use the computer, I might be able to contact the police. But I don't know the password. Most people use a password which is easy to remember. Some important date or something like that. Ah, ein Hinweis. Warte mal, wir haben ja hier... warte mal, ich will hier erstmal wieder raus. Wie komme ich jetzt hier raus? Strange clock. Looks out of place. And it is broken. You can still move the hands. Oh. Man kann an der Uhr spielen. Ich will aber hier raus. Bitte da, warte mal. Wie komme ich denn da jetzt raus? Ich drücke einfach mal. Hä? Ich will raus. Damn, that was wrong. Ah, okay. Sind wir raus? Ne? Hallo? Ich würde mich gern bewegen. Hä? Warum ist denn das jetzt so? Okay, jetzt. Das ist so kompliziert. Also ich würde mal sagen, hier das Geburtstag vielleicht. 0706. Wollen wir das mal eingeben? Ich glaube, das ist eine gute Idee. 0706. Ha. Eigene Dokumente, das nicht zu sehen. Eigene Bilder, auch nichts. Aber hier haben wir noch zwei neue Nachrichten. Ihr Job und mein Hund. Gucken wir erstmal das Ältere an. Mein Hund. Hallo Herr Craven. Danke, dass Sie sich in der nächsten Woche um meinen Hund kümmern. Bitte beachten Sie Folgendes. Gehen Sie um 12 Uhr nachts eine große Runde mit ihm spazieren. Wenn Sie zurück sind, sollte es 2 Uhr mittags sein. Er wird dann bis 4 Uhr morgens schlafen. Dann... So gegen 6 sollten sie ihn füttern und dann müssen sie noch einmal eine große Runde laufen, bis es 4 ist. Mein Hund heißt übrigens Safety. Safety. Okay, verstanden. Hat das was irgendwie jetzt auch mit der Uhr auf sich? Gehen sie um 12? 12, 2, 4, 6 und 4. 12, 2. Ich weiß nicht, ob das irgendwas... Naja. Bloody hell! I can't send an email. Das ist doof. Wir können die Polizei gar nicht erreichen. Ah, hier können wir über Solaris sich informieren. Ne, kann ich gar nicht rauf. Großartig, ne? Nee. Okay. Gut. So, wenn wir jetzt auf 12 Uhr stellen.
Damn, that was wrong. Hm? Geht das? Der kleine Zeiger bewegt sich gar nicht. Ah, warte mal. Damn, that was wrong. 12. 2, 3, 4, so. Hm? Damn, that was wrong. Das verstehe ich nicht so ganz. Solaris in der Krise. Das Solaris Research and Technology Center hat seine Pforten vorübergehend geschlossen. Seit Anfang Herbst sind mindestens 3 Mitarbeiter verschwunden und vielleicht sogar Opfer eines Verbrechens geworden. Die letzte Person, eine junge Frau, wurde zuletzt vor einer Woche gesehen. Da es keine anderen Gemeinsamkeiten zwischen den Verschwundenen gibt, reagiert Solaris mit Zwangsferien für ihre Mitarbeiter. Wir sind sehr besorgt, sagte Geschäftsführer Elliot Spencer. Und wir wollen alles, was in unserer Macht steht, tun, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Die Polizei untersucht den Fall noch immer. Okay. I'm sorry, Casey. Kathy, never heard that name before. Hm. Okay, der hat irgendwas gegen diese Solaris-Mitarbeiter. Also es ist nicht nur ein Frauenproblem. A lot of books about astrology. I really have no clue about this. Ja, also. Ja, es geht eindeutig um Astrologie. Ja, irgendwas hat es hier mit dieser Uhr auf sich und ich denke mal, es hat auch mit dieser E-Mail zu tun. Aber ich kann ja immer nur den großen Zeiger einstellen. Sonst hätte ich gedacht, ich stelle das immer um. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt hier noch... Hier ist eigentlich ein Fenster, aber kann ich nicht raus, ne? Soll ich nochmal was gucken? Ich gucke mir die Uhr nochmal an. Das kann ja eigentlich... Weil schließlich kann man hier doch irgendwas... So. That was wrong. Ist das so eine Art Safe? Warte mal. Als erstes war es ja 12. Dann auf 4. Aber ich weiß nicht, wie man das ein... Damn, ich weiß es nicht. So komme ich auch nicht raus. Ich kann leider nicht... Ne. Damn, that was wrong. Keine Ahnung. Okay, gehen wir mal weiter, oder? Würde ich mal sagen. Falls wir jetzt überhaupt weiterkommen. Hier ist es immer noch dunkel. Müssen wir jetzt hier wieder zurücklaufen. Ist jetzt hier heller? Auch nicht. It's way too dark. I won't walk any further. Schon ein bisschen knifflig. Okay, rennen kann ich auch. Okay. Echt nichts machen. Kann ich hier nicht weiter? Okay, ich muss hier anscheinend dem Raum noch
irgendwas machen. Ich verstehe es nicht. Ah, hier, warte mal. Hier ist ein Sicherheitskasten. Habe ich... The fuse of the end of the hallway is missing. Maybe I can think of something. I got this feeling that the exit might be in this exact direction. Never changed, ja. Okay. Oh. Damn, that was wrong. T1, T4, T4. Oh. Ah. Damn, that was wrong. 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 Okay, da passiert nichts. Gehen wir mal gucken, ob da jetzt, weil es hier dunkel ist, in dem anderen Bereich jetzt dafür heller ist. Das ist ja hier alles dunkel. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück, dass da, wo es dunkel war, jetzt hell ist. Oh, wo kommt die Kerze jetzt her? Wer hat die denn hingestellt? Okay. Okay. War keine so gute Idee. Na gut, dann müssen wir dann mit den Sicherungen noch irgendwie was machen. Aber was? Wo ist denn das jetzt? Man sieht ja kaum was. Damn, that was wrong. Damn, that was wrong. Damn, that was wrong. That was wrong. Ich verstehe das nicht. Damn. Andere Möglichkeiten gibt's doch schon gar nicht mehr, oder? Jetzt habe ich eine Sicherung ja raus. Aber ich glaube nicht. Hier ist es immer trotzdem noch dunkel. Das bringt, glaube ich, gar nichts, oder? Ne. Hat das was mit der Uhr zu... Damn, that was wrong. Das bringt ja auch nichts mit der Uhr, ne?
Gibt's da nicht noch irgendwo einen Hinweis? Ich kann ja nichts machen hier. Irgendwie. Hä? Damn, that was wrong. Was habe ich? Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Das ist 12? Damn, that was wrong. Ah, 12. Dann war das, glaube ich, 4. Damn. Ah, warte mal. Ich guck mir das nochmal an. Wie war denn das? Muss ich das Passwort immer wieder eingeben? Was war denn das jetzt? Oh Mann. 7030. Wie war das? 0706. Ah, nee, Quatsch. Okay, ich glaube, das ist das. 12. Dann auf 2. 12, 2. Ah, ich habe jetzt hier leider nichts zu schreiben. 12. Dann wieder zurück auf 2. Dann auf 4. Dann 6 und dann auf 4. Okay. Zurück. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Da. Okay, 12, 2. Okay, erstmal auf 12. Dann zurück auf 2. Dann auf 4, dann auf 6, das hatten wir eben, und dann eine große Runde auf 4. Ja! Sounds like I unlocked it. Ah, wusste doch, das ist... Okay. So, wo ist was jetzt runtergefallen? Da. Ah, da war das, genau. Was haben wir denn da? Safety Emergency Generator online. Aha. So, jetzt haben wir, glaube ich, mehr Strom. Kann das sein? Und jetzt kann ich hier... Vielleicht... Hier, Bad brauchen wir nicht, ne? Damn, that was wrong. Das verstehe ich leider noch nicht ganz hier. Ah! Jetzt geht das auch. Sehr schön. Ha! What was that? Holy shit. I think there is someone on the way to this room. There's no exit. I should hide. Oh, hinter dem Sofa verstecken. Scheiße. Wo ist denn das Sofa? Ah, nein! Oh nein! Ah! Ich hab mich doch versteckt. Was war das? Alter! Oh, werde ich gerade aufgefressen? Hört ihr das? Alter! Ah, nee. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, ist auf. Okay. Okay, wir fangen anscheinend immer wieder hier an. Warte mal. Ist jetzt hier noch Licht jetzt? Nee, das ist hier wieder nicht. Aber ich hab mich doch in einem Sofa versteckt. Muss mir das Sofa nochmal genau anschauen.
ich habe mich hier hinter versteckt. Man muss mir das genau anschauen, wie man sich hier noch verstecken soll. Muss ich hier vielleicht genau in die Ecke? Ah, jetzt muss ich es hier alles nochmal machen. Das muss ich jedenfalls nicht nochmal machen. Nur das hier wohl, ne? Hm? Muss ich jetzt hier noch den Knopf drücken? Damn. It's so freaking dark. Okay, gut. It's so freaking dark. Ja. Du hast den. Das leuchtet doch wie verrückt. Warum kann sie das ja nicht sehen? So. Ich glaube, okay. Wir müssen das einfach nur als erstes machen. Safety Emergency Generator online. Okay. So, jetzt kommt gleich wieder dieses komische Vieh. Oder. Was auch immer das ist. So, wir müssen schnell hinter dem Sofa uns verstecken. What was that? Holy shit. I think there is someone on the way to this room. There's no exit. I should hide. Okay, leise sein. Okay, ganz leise sein. Wir sind versteckt. Mann. Was ist denn das eigentlich? An ihrem Arm, dieses Herz, was da blinkt. Ah! Das ist auf dem Sofa. Yeah, I have fired you. Your work was a disaster. You were no longer sustainable to the company. And even after countless admonitions, your behavior did not change. And now you really think that the loss of your work can be your justification? Maybe I am not the most compassionate kind of cop. But you, you're not even a compassionate human. You know, I've got a little daughter. I wish that she had grown up. No, I have no more respect for you than you have for the human. Hmm? Au, was nun? Sind wir... Sind wir irgendwie unter Drogen? Ja, es wirkt so, ne? Und was war das jetzt für ein Mann? Der sprach wie... Als ob er über seine Tochter irgendwie sprechen würde oder über eine, die er wie als seine Tochter gesehen hat irgendwie. Ich hab das jetzt nicht genau. Okay, ach du Scheiße, Alter. Aber ich dachte, wir haben uns versteckt. Und wo sind wir nun? Kann ich hier raus? Ich will raus! Fenster auf, geht nicht. Alter, wir sind voll unter Drogen hier. Oh Mann, ey. Was haben wir da? Ah! Es blendet! Es blendet da! Oh! Da ist die Demo nun auch zu Ende im Herbst 2016 diesen Jahres, also thank you for playing. More Horror awaits you in the full Version natürlich. Ja, vielen Dank! Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Leider war im Stream niemand. Aber irgendwie hat das was, das Spiel. Also wenn ihr wollt, mache ich daraus ein Let's Play. Könnt ihr mir ja mal schreiben, unter die Infobox natürlich. Und was ihr so jetzt von der Demo so gehalten habt. Ja. Also irgendwie schon spannend. Da scheint jemand irgendwas gegen die Solaris-Mitarbeiter gehabt zu haben. Und 5 sind ja schon anscheinend tot aufgefunden worden. Und sie ist die letzte Hoffnung sozusagen von der Polizei, dass man sie noch rettet. Das, glaube ich, wäre die letzte, eine der Mitarbeiterinnen. Und scheinbar wurde sie gefeuert. Ich glaube, es ging um sie. Und
Keine Ahnung, vielleicht ist der Typ ja irgendwie durchgedreht. Vielleicht ist auch dieser Krüger da, der seinen ganzen Mitarbeiter jetzt töten will oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, jedenfalls kommt es im Herbst raus. Es, glaube ich, lohnt sich, sich zu kaufen. Von der Grafik her, ist mittelmäßig, aber ist bei Horrorspielen eh nicht immer unbedingt die beste Grafik. Aber dafür ist doch schon ganz nice. Schöne Rätsel sind es, finde ich. Und ja, na gut. Dann werde ich jetzt hier das auch beenden. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Insegamer. Tschüssikowski.